Ja, das ist schon ein ganz besonderer Moment. Wir haben ja vor exakt 10 Jahren, am 13.01.2010 aufgemacht. Und jetzt genau 10 Jahre später, am 13.01.2020, feiern wir nicht nur unser 10-jähriges Bestehen, sondern auch diese neuen Räumlichkeiten. Ja, das ist schon toll, wenn dann die ganzen Kunden der letzten 10 Jahre zu uns kommen und sich das alles mit uns angucken und zusammen feiern. Wir haben großzügige Räumlichkeiten und wir haben 2 super tolle Kabinen, wo man wirklich messen kann, wo es echt schön ruhig ist, und halt eine Kabine zum Vorführen, also mit Surround-Anlage und so weiter. Also ganz tolle Technik auch einfach. Und wir haben eben auch unseren neuen Hersteller Optimus mit dabei, den man, glaube ich, hier wunderbar präsentieren kann. Als ich vor 10 Jahren hier im Geschäft war, dachte ich, toller Einzelhändler, tolles Geschäft, eine Perle für unsere Stadt. Und heute sehe ich das auch so. Es ist nur ein bisschen größer geworden im Laufe der Zeit. Also uns geht es immer in der Entwicklung darum, Qualität in den Ort zu bringen. Und deshalb ist das natürlich einer der Vorzeigeunternehmen, die wir hier am Ort haben. Und ich hoffe, dass wirklich viele dem Vorbild von Herrn Schmelzer folgen und sagen, Glinde ist ein attraktiver Standort. Hier wollen wir unser Geschäft aufbauen. Ich muss sagen, also die Entwicklung, die die Firma Schmelzer genommen hat in der Zeit, ist grandios. Und die Zusammenarbeit mit Felix Schmelzer macht eigentlich von Jahr zu Jahr mehr Spaß, weil doch eine sehr konstante und erfolgsorientierte Entwicklung da ist. Ich denke, einer der Hauptgründe für den Erfolg ist die Schulung, die stetige Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Service und Qualität. Ja, und das spüren die Kunden natürlich auch. Ich habe die Aufgabe, hier die Kunden zu betreuen, Termine zu vergeben, den Servicebereich. Ich mache also kleine Reparaturen und berate die Kunden auch in dem Bereich Reinigung und Pflege der Hörgeräte und verkaufe Batterien und so weiter. Bei Schmelzer gefällt mir besonders gut die freundliche Bedienung und wenn man ein kleines Problem hat, dass es sofort und zügig erledigt wird. Und derzeit mache ich mit hier noch bei einem Hörtraining. Auch das, da fühle ich mich gut aufgehoben und gut beraten und hoffe, da noch kleine Verbesserungen zu erzielen.